Genau das Haus der Auch hier
bei der Fahrer. Dabei, genauso wie die Holländer, die Menschen. Vorne, an der Windschutzscheibe zu forcieren, denn. Wie ein Uhrwerk. Aber Matthias Meyer beherrscht auch dein Arbeitsgerät vom Feind. Rechts, links, die Kombination. Reise. Auf dem Weg Richtung Mistberger Kurve. Dort schöne Rausdriften. Mit deutlichen Rückschalten in der Kanzlerstraße. Und dann kommt schon wieder der scharfe Abstieg rechts zur Sparkassenkurve. Und schon wieder geht es hinein. Und so geht eine Runde nach der anderen weg. Man muss dann. Julian Walter in der ersten Startreihe, dann Stefanie Geiger als Viertel dabei. So, Tom Meyer, der Titelverteidiger, der Meister der Junioren des letzten Jahres, ist jetzt hier in Führunggang mit dem ersten Fahrzeug. Und da ist natürlich auch hier wieder Interesse ebenfalls dabei oder für unsere Junioren. Extra Punkte bekommt, das ist ganz. Und jetzt Jürgen Fink, Florian Gruppe. Zack, weiter, ne? Fall weiter. Ein Scheiß von Schwale. Wahnsinn, meine Damen und Herren. Das ist Florian Eisner, der Hilfsstädter. Er ist ja bei der Helfreifergruppe, oder? Flori, sei die Modalung. Wahnsinn. Oder ist er der Bayern für dich schwer? Zacki, sagt er. Zacki. Das ist nicht Bayern. Aber. Ja, so wünschen wir dann auf jeden Fall und ich hoffe, die Beine sind auch gut. Da gibt es noch mal die rote Flagge. Nochmal Rennabbruch, was ist denn da los? Nochmal ein Fehlstart. Ja, da kann ich gerade mit Tom noch weiterreden. Ja, Tom, ich muss dann mal warten. Jetzt muss nur noch um die Quizsperre herumklappen, dass sie da nicht aneinander ecken, dass sie da vernünftig bleiben. Da wird sich ein bisschen geriegelt. Ja, ja, das ist eng. Jürgen Fink ist vorne. Leider auf dem großen Platz. Moment dazwischen. Dann kommt Florian Eisner, der Mann mit dem Salto. Mit dem Führerroller seitlich. Ja, ja, er sollte auch viele Stufen machen als Hauptsurfer. Ja.
das Finale, meine Damen und Herren. 10 Autos auf der Strecke. Das hat er so ganz locker, ja, das ist so. Das sind die Oberfahrer. Das ist der Schreck. Es ist Eisner an Schneider vorbeigegangen. Und jetzt gibt es innen ein kleiner Feind. Alexander Schmidt, der sich da super rein durchgesetzt hat, wunderbar gemacht. Alexander Schmidt, der hohe Nauer, für den Thank you.
Leiser auf Lichterbord. Und schon wieder ein Feldstart. Ja, die Nerven brennen. Jetzt gibt es wie gerade ist das der Wurf auf der Runde. Ja, der FC Kahler, der deutsche Meister, zeigt hier schon auf. Zu Recht der Meister ist. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Französischen Meisterschaft ein CM-Lauf hier. Moderne Audi, was weiß ich.
Patrick Heider. Ja, da holt er sich. Mit gelben Lauf, Patrick mit der 404 in der zweiten Startreihe. Dann ist es. Da haben wir Romano Schulz jetzt mit dabei. Da muss ich die Handbremse, lässt das Auto ins Querfeld, weiter auf Heckwinkler. Pölzer ist vorne, jetzt ist Witkowski. Witkowski wird jetzt richtig gefordert. Und Pölzer, wie gesagt, beide verfügen über alle.
die Förderwelt in Skoda. Wird er hier alles ausreißen. Und in die Finale. Und dahinter dann Alexander Langer, der jetzt versuchen wird, da anzugreifen. Langer versucht sich an den Verbrand, aber ich denke mal, das wird abgeblockt. Und in der Kurve war Dietmar Brandt schon ein bisschen zu weit draußen. Und das ist dann Oberlausitzer. Ja, ein stolzes Rennen konnte sich jetzt zumindest. Jetzt kommt der Willi Streicher. Noch ins Gespräch, aber noch ein Runde. Da ist der Willi Streicher. Geschenkt das Bau, der wird verteidigen bis auf Messer. Dies ist der zweite Platz. Gratulation, Matthias bringt seinen Skoda als erste über die Ziellinie in diesem letzten Rennen, soll ich sagen, in diesem Finale. Und ein einfacher Anruf, hier der Saal als Rettungsmittel. Die Jungs, die haben es ja nochmal hart drauf gemacht. Das heißt, Willi Streicher.